Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen heute mal über Lerngruppen. Ne? Mit anderen Leuten sich auszutauschen, gemeinsam was zu lernen. Und jetzt sage ich dir schon mal was ich dir dann im Video noch ein bisschen näher erläutern werde. Lerngruppen sind meistens ziemlicher Mist. Warum das so ist, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Ich habe in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler einen Beitrag gelesen. Daran seht ihr übrigens auch, ich lese wirklich jeden einzelnen Beitrag. Ich kommentiere nicht mehr so viel, weil da fehlt mir die Zeit, aber ich lese immer noch alles. Und da hat ein neues Mitglied eine Idee gehabt und zwar gesagt, hey, er ist ganz neu im Optionshandel und wäre es nicht gut, wenn man so eine Lerngruppe bildet, ne, wo man gemeinsam lernt. Und auf den allerersten Blick, gab auch ganz viel Zustimmung und ganz viele wollen das machen, und auf den allerersten Blick ist das auch eine tolle Idee. Ne? Man tut sich zusammen, man lernt gemeinsam, man kommt gemeinsam voran und man wird dann auch, ich gucke gerade hier runter, weil hier, steht mein Hund und schaut an, was da für ein anderer Hund kommt. Dann wird man natürlich auch gemeinsam hier was lernen und man wird auch vorankommen. Aber, und das ist jetzt das große Aber, im Grunde genommen sind solche Lerngruppen ziemlicher Mist. Und zwar, ich will das anhand eines Beispiels erklären. Stell dir mal vor, drei Analphabeten beschließen, eine Lerngruppe zu bilden, um jetzt endlich lesen zu lernen. Und indem sich diese drei Analphabeten zusammentun, setzen sich zweimal in der Woche zusammen, bringen Bücher mit und versuchen nun jetzt gemeinsam, sich das Lesen beizubringen. Und wie du dir jetzt schon denken kannst, was wird da rauskommen? Werden die nach einem halben Jahr, nach einem Jahr besser sein als jetzt? Unbedingt. Ne? Also das wird schon Fortschritte bringen. Schon allein, weil sie den Willen haben und das Ziel haben, hey, wir wollen da jetzt vorankommen. Also so gesehen ist das was Gutes. Aber was wäre denn viel, viel besser? Viel, viel besser wäre doch, dass diese drei sagen würden, hey, wir suchen uns jetzt jemanden, der lesen kann und der soll uns das Lesen beibringen. Und deswegen musst du, wenn du solche Lerngruppen bildest, aufpassen, dass da nicht die falschen Leute zusammensitzen. Und mit falschen Leuten meine ich nicht, ob der andere dir sympathisch ist oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern der eigentliche Punkt ist der, du musst, um selbst zu wachsen, ne, um selbst voranzukommen, um zu lernen, brauchst du immer jemanden, der weiter ist als du. Das heißt, wenn du jetzt in so einer Lerngruppe alle auf dem gleichen Niveau sind, alle auf dem gleichen Level sind, wie wollt ihr dann vorankommen? Ihr könnt ja nichts voneinander lernen. Ne? Ihr braucht ja jemanden, der ein Stück weiter ist als ihr. Und deswegen müsst ihr ganz einfach, wenn ihr solche Lerngruppen bildet, was eine gute Idee ist, wenn sich Händler untereinander austauschen, wenn sich Menschen untereinander austauschen, am besten noch face to face, ne? Das ist super, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist ja so ein bisschen wie früher Masterminds entstanden sind. Heute sind die sehr oft professionell, aber so sind ja ursprünglich Mastermind-Gruppen entstanden, dass man sich gegenseitig hilft. Ganz, ganz wichtig ist aber, du musst immer Menschen dabei haben, die weiter sind als du selbst. Und es gibt diesen Spruch, wenn du in einem Raum der Klügste bist, dann verlasse ganz, ganz schnell diesen Raum. Warum? Du kannst dich nicht mehr weiterentwickeln, du kannst nicht mehr vorankommen. Und mir geht es persönlich immer so, ich war kürzlich auf einem Seminar und saß an einem Abend an einem Tisch mit anderen Unternehmern, die auf diesem Seminar waren, und ich habe die Hälfte der Gespräche nicht verstanden. Und ich fand es großartig. Und zwar nicht, weil ich die Hälfte der Gespräche nicht verstanden habe, sondern weil ich gemerkt habe, die Leute, die da an dem Tisch saßen, die waren alle viel, viel weiter als ich. Also das heißt, die hatten viel mehr Erfahrungen, die hatten viel mehr Kenntnisse, die waren viel erfolgreicher in ihren Unternehmungen. Und da war es natürlich großartig, von denen etwas lernen zu können. Und deswegen habe ich mich dann auch an diese Leute gehalten in den restlichen Tagen des Seminars. Und von denen konnte ich enorm viel profitieren aus Gesprächen heraus. Meistens ist ja auch so, dass so Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind, auch gerne bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich war froh darüber,
dass ich quasi, ich mache es jetzt mal brachial, dass ich der Dümmste am Tisch war. Ja? Ich war derjenige, der am wenigsten aus diesen Gesprächen verstanden hat. Ne? Die haben sich über alle möglichen Dinge unterhalten und ich habe schon immer verstanden, ah, okay, da geht es um das und das. Und dann haben die manchmal so spezielle Details erwähnt und ich saß da und dachte so, boah, über was reden die jetzt? Ne? Und vor Jahren noch hätte ich gesagt, ah, das ist nichts für dich, geh mal zu denen hin, die du verstehst. Heutzutage gehe ich immer zu denen, die ich nicht verstehe, also wo ich weiß, die sind weiter als ich, damit ich was lernen kann. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt Unternehmertum ist, ob das Börsenhandel ist, ob das Optionshandel ist, wie auch immer. Ja? Und deswegen, um zurückzukommen auf diese Lerngruppen, die Idee an sich ist sehr, sehr gut. Tausche dich mit anderen Menschen aus. Aber wenn du das richtig machen willst, wenn du so eine Lerngruppe richtig machen willst, ja, dann such dir unbedingt Menschen in dieser Lerngruppe, die weiter sind als du selbst. Also wenn ihr alles nur Anfänger seid, dann ist das zwar schön für den Austausch und ihr könnt euch von euren Sorgen erzählen, von euren Nöten erzählen, von euren Erfolgen und sagen, hey, ich habe den Trade so gemacht, ich habe den so gemacht, ich habe den Put da gekauft und dort verkauft und na, all diese ganzen Dinge könnt ihr machen. Und ihr werdet euch auch gut damit fühlen. Aber ihr werdet keine Fortschritte damit erzielen. Weil ihr gegenseitig auf dem gleichen Level seid, damit nicht erkennt, was ihr falsch macht. Ihr ratet einfach immer nur, sagt, ja, das glaube ich war falsch, aber ihr wisst nicht genau. Und ihr könnt euch somit gegenseitig nicht pushen. Ja? Und deswegen sucht euch auf jeden Fall in so einer Gruppe halt Menschen, die ein bisschen weiter sind als ihr. Und jetzt ist natürlich der Punkt, warum sollten Menschen in diese Gruppe kommen, die weiter sind als ihr? Warum sollten die euch was beibringen? Ja? Und deswegen, es ist gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der einen weiterbringt. Und jetzt kannst du dir natürlich jemand engagieren. Das mache ich zum Beispiel. Also ich bin sehr, sehr gern bereit, Menschen zu bezahlen, die mir etwas beibringen. Immer schon, das habe ich immer schon gemacht. Und mittlerweile ist das noch viel, viel stärker geworden. Ich bin da auch bereit, hohe Summen zu bezahlen für solche Menschen. Warum? Weil es für mich eine zeitliche Abkürzung ist. Ne? Also wir haben ganz häufig bei uns im Büro, bestellen wir uns irgendwelche Coaches ein oder Berater, wo wir dann sagen, hey, pass mal auf, wir haben ein spezifisches Problem innerhalb der Firma, das kann manchmal was mit Börsenhandel zu tun haben, das kann aber auch mal irgendwas mit einer Software sein, die wir im Unternehmen benutzen und dann bestellen wir uns jemand rein, der uns das beibringt und klar, die rufen natürlich Geld auf, ne? Die kriegst du ja nicht, weil die sagen, hey, klar, mache ich, ihr seid coole Typen und deswegen komme ich da mal vorbei. Nein, die musst du bezahlen dafür, aber es lohnt sich einfach, weil wenn wir uns da jetzt alle hinsetzen, in der Firma, wo zu diesem speziellen Thema keiner so richtig weiß, wie es geht, nützt uns das doch nichts. Ne, dann können wir das probieren, dann können wir ausprobieren und haben Spaß dabei, aber wir kommen nicht voran. Und dann noch lieber sagen, hey, wir holen uns den ran, der da Ahnung hat, naja, und im Zweifelsfall musst du den halt eben bezahlen. Und anders wird es aber nicht funktionieren. Und mir geht es also darum, wenn ihr solche Lerngruppen bildet, macht euch da von Anfang an Gedanken, damit ihr nicht desillusioniert seid nach einem Jahr. Dass ihr nicht sagt, na, ich treffe mich da jede Woche mit 5 Leuten und es macht auch riesen Spaß, ich sehe es bloß nicht auf dem Kontoauszug. Und wenn ihr das als Hobby macht, wenn ihr sagt, okay, alles gut, dann könnt ihr das so machen. Wenn ihr aber sagt, ich will professioneller werden, ich will vorankommen, ich will Erfolge sehen, dann holt ihr jemanden, der weiter ist als du, von dem du etwas lernen kannst. Und das muss auch, kann auch nicht für jeden der gleiche sein. Ne? Also es gibt, wenn du dir vorstellst, es gibt 10 verschiedene Stufen mal als Beispiel, du bist auf Stufe 1, dann such dir halt jemanden, der mindestens auf Stufe 2 ist. Dir nützt allerdings jetzt auch niemand, was der auf Stufe 10 ist. Okay? Weil der über Dinge spricht, die noch so weit weg von dir sind, die nützen dir überhaupt nichts. Also das heißt, wenn du morgen die Chance hättest, mit einem Hedgefondsmanager zu sprechen, der irgendwie 20 Milliarden verwaltet, schön, mach mal die Ohren auf, hör mal zu, aber bringt tut dir das nichts, weil er über Dinge spricht, die so weit weg von dir sind, das nützt dir also gar nichts. Das heißt, such dir jemanden, der, wenn du auf Stufe 1 wärst, der auf Stufe 2 oder 3 ist. Und wenn du dann selber auf Stufe 3 bist, dann musst du eben wieder höher gehen, musst sagen, dann musst du jemanden wieder suchen auf 4, 5, 6, damit du dann einfach vorankommst. Okay? So, deswegen großes Lob an diejenigen, die von euch sagen, sie wollen was lernen, aber passt halt bitte auf, dass ihr euch das richtige Umfeld sucht, damit ihr auch lernen könnt. Denkt dabei an diese 3 Analphabeten, die kleine Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe und macht das. Ihr könnt das selbst für euch machen und wenn ihr sagt, na, ich will das schon eher auf eine professionellere Art und Weise machen, ne, dann schaut mal nach, probiert es einfach mal aus, ob wir
euch behilflich sein könnten. www.optionsstrategien.com/termin. Tragt euch da einfach ein für ein kostenloses Strategiegespräch und dann schauen wir mal gemeinsam nach, ob du für eine Zusammenarbeit mit uns in Frage kämst. Muss nicht sein. Also ist nicht so, dass jeder, der da anruft, von uns dann auch ein Angebot bekommt. Aber wenn, dann glaube ich, können wir dir sehr, sehr gut helfen. Probier es einfach aus. Du wirst ja sehen, ob es Sinn macht oder nicht. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns wieder. Euch eine gute Zeit, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.